Das Zombie-Zellenvolk hat endlich Nachwuchs bekommen. Oder es sind welche dazugestoßen, wollen wir es mal so sagen. Die verrichten jetzt hier schon fleißig ihren Dienst. Hier unten, die eine LED ist schon ausgefallen, die muss ich mal wechseln. Das war eine, die nicht geblinkt hat. Die ist wahrscheinlich durch die Pulse dann kaputt gegangen. Muss ich mal zwei blinkende reinmachen. Also wenn ich zwei blinkende reinmache, geht es einwandfrei. Hier normaler EMF-Charger, Eingang. Naja, kennt ihr ja alles. Hier drüben ist die andere Fraktion. Und toi toi toi. Es funktioniert wie im 320 Volt Wechselrichter-Heck angegeben. Der Wechselrichter ist jetzt endlich angeklemmt, direkt auf den Kondensator, oder besser gesagt die zwei Kondensatoren. Hier waren zwei Kondensatoren, die um die 400 Volt hatten da drin. Und da bin ich jeweils mit einer Diode im Plus und dann einzeln auf die Kondensatoren gegangen. Vom Minus her habe ich sie alle parallel genommen und bin rausgegangen. Das hat echt funktioniert. Es läuft. Und jetzt braucht er nur ein ganz, ganz kleines bisschen. Da hinten sind die Kabel, die sind ziemlich dünn für maximal 20 Ampere oder 100 Ampere, was der eigentlich ziehen kann. Hier runter auf die große Alone-Batterie und die ist jetzt noch bei 11 Volt ungefähr und zieht jetzt aber schon so um die 100 Watt, ne, hier an den Verbrauchern, die ich dranhängen habe. Ja, tagsüber wird mit den Panels geladen. Und wenn ich es dann brauche, kann ich die Last dann abnehmen. Ja. Was kann man praktisch damit machen? Hier ist noch so ein Pack. Der ist jetzt im Gegensatz zu den anderen aus Nickel-Cadmium-Akkus gefertigt. Und der ist dazu fähig, halt kurzzeitig auch etwas höhere Lasten zu verknusen. Man muss mal so ausdrücken. Hier sind jetzt momentan 108 Zellen verbaut. Die haben echt schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Auch mit einem REMF-Charger mit zwei so 80-Volt-Bänken geladen. Solarbänken geladen. Und das, was ich jetzt hier gemacht habe, das ist nicht für einen Dauerbetrieb geeignet. Hier kommen eigentlich Sicherungen rein, aber dass ihr vom Prinzip her seht, wie es einfach angeklemmt wird. Das sind jetzt 150 Volt, was hier rauskommen. Das ist echt auch schon lebensgefährlich. Ne? Nicht irgendwie zusammenkommen lassen, die Dinger. Und das kann man dann aber einfach an Verbraucher hängen, die Universalmotoren eingebaut haben. Staubsauger sind zum Beispiel solche Dinger, die Universalmotoren eingebaut haben. Könnte kurz gehen. Und was noch so ein Ding ist, was Universalmotoren eingebaut hat, sind hier Nähmaschinen. Und wir haben ja selbst gedacht, das gibt es ja gar nicht, aber das funktioniert. Ja, wenn angeschalten wird, haben wir vorhin gemessen, zieht er ungefähr so 300 mA und da ist ja die 15 Watt Glühlampe. Ne, hier ist noch eine normale Glühlampe eingebaut, die könnten wir auch noch ersetzen durch eine LED. Aber selbst das funktioniert einwandfrei. Hier ist das Leistungsschild dazu. Insgesamt 85 Watt zieht sie. Und das schafft der Akkupack, der Nickel-Cadmium-Akkupack mit 1,5 Amperestunden Batterie. Ne? 1,5 Amperestunden und 1,8 Amperestunden, die habe ich so ein bisschen gemixt und das, was dazwischen war, ist zum Beispiel eine 1,6er noch, ne? Die habe ich mal alle zusammengesammelt, jede einzeln durchgetestet, ob sie noch alles aushält mit REMF-Charger. Alle in Reihe geschalten und dann rennt das. Ja. Kann man dann auch transportabel gestalten, den Akkupack. Halt die Stellen, auf die es ankommt, richtig schön isolieren, ne? Nicht vergessen. So, das war das Nähmaschinenerlebnis. Ja. Bis später. Wenn es euch interessiert, was da gerade momentan hergestellt wird, das werden jetzt Taschen, ne? Herren- und Damentaschen. Wenn ihr eine haben wollt, meldet euch einfach. Ach so, ganz wichtig noch, soll ich unbedingt erwähnen, mit fair produziertem Strom hergestellt.